Also, liebe Familien, heute ist es endlich soweit. Hm? Es sind endlich zwei Heimplätze frei geworden. Ich bin überglücklich. Nein, natürlich nicht. Nein, leider nicht. Aber wir stehen noch auf der Warteliste. Henning und Clarissa. Pater, bitte mach jetzt nicht so einen großen Film davon. 2 Stunden sind wir heute zu diesem Verkehrsübungsplatz gefahren und ich merke so langsam, dass ihr erwachsen werdet. Kennen wir denn jetzt Papa? Henning, ich erinnere mich noch, als du ein kleiner Bube warst, wie du dir immer in die Hose gepullert hast. Papa, bitte! Ist ja nicht so lange her. Du hast ja mit 13 noch ins Bett gepisst. Ich hatte psychische Probleme! Die hast du heute noch. Auf jeden Fall ist dies heute ein großer Schritt in Richtung Erwachsenwerden. Oh, seht nur, eure Mutter ist genauso emotional berührt, wie ich es bin. Nee, Norbert, ist, weil wenn die Kinder erwachsen werden, dann ziehen die ja auch schnell aus, ne? Ich weiß, Britta. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Müsstet ihr nicht auch langsam 18 sein? Wir sind 16. Ach du Scheiße, 2 Jahre noch. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Auto. Ich finde die Vorstellung einfach schrecklich, dass die Kinder irgendwann das Haus verlassen. Britta würde sich gerne wünschen, dass die Kinder schon mit 18 weggehen. Nee, Norbert, ich würde mir das wünschen, dass die Kinder jetzt schon weggehen. Ja, wer will denn als erstes fahren? Nein, ich! Du kannst das doch gar nicht! Wohl! Ich zocke immer Bus-Simulator! Ich habe eine kleine Quizfrage mitgebracht. Norbert, die zwei sind doch zu doof für sowas. Wer sie als erstes richtig beantwortet, darf anfangen zu fahren. 5 Euro, dass es keiner weiß. Ihr verlasst mit eurem Auto eine Ortschaft. Hamburg! Warte, Henning. Ihr verlasst eine Ortschaft und fahrt auf eine Landstraße. Zu McDonald's! Jetzt hört mir doch bitte erstmal zu! Deswegen will die auch kein Heim haben, Norbert, weil die zu dumm sind. Was ist die Höchstgeschwindigkeit auf einer Landstraße? 25! Ich sag 8! Kinder, ihr sollt nicht euren IQ benennen, sondern die Höchstgeschwindigkeit auf einer Landstraße. Ein kleiner Tipp. Die Zahl hat 3 Ziffern. 100.000. Henning, du fängst an. Ich wusste schon immer, dass ich schlauer bin als meine dumme Schwester Clarissa. Jetzt kann ich ihr mal zeigen, wie man richtig Auto fährt. Das wird zum Hardstyle. Also, Henning, was ist denn jetzt das Wichtigste, bevor du losfährst? Geile Mucke anmachen! Nein! Muss ich meinem bescheuerten Bruder schon recht geben? Man muss cool sein, wenn man Auto fährt. Cool ist, wenn man sich an die Verkehrsregeln hält, ja? Jetzt sag, was muss ich machen? Starte doch zunächst einmal den Wagen. Gut, Henning, ja. Geil. Also, Henning, dann lass doch jetzt mal ganz langsam die Kupplung kommen, ja? Kupplung kommen lassen, langsam Gas geben, Henning, ja? Henning? Henning? Henning, drück die Kupplung durch, die Kupplung, drück die Kupplung, genau, da, das ist sehr gut, sehr gut, Henning, sehr gut. Gut. Was mache ich falsch? Was machst du nicht falsch? Das würde deutlich schneller gehen zu beantworten. Nein, das Henning war schon ganz gut, ja. Unser Nachbar kann besser Auto fahren als du. Also. Und der hat keine Beine mehr. Britta. Ist doch so, Norbert. Henning. Ganz vorsichtig die Kupplung kommen lassen und dann das Gas runterdrücken, ja? Ups, abgewürgt. Was war? Du bist zu schnell gekommen. Sagt Hanna auch immer zu mir. Du fährst den Vampir an? Können wir uns bitte auf den Verkehr konzentrieren, ja? Machen wir doch. Henning, nochmal, starte den Wagen. Ja. Und jetzt bitte langsam die Kupplung kommen lassen und... Das Auto ist
Scheiße! Du kannst kein Auto fahren! Daran liegt das! Clarissa hat recht, du kannst nix. Familie, bitte! Ich hab sowieso keinen Bock mehr! Irgendwann werde ich Hardstyle-DJ und habe ich mein Privatjet und werde überall hingeflogen! Dafür brauche ich keinen Führerschein! Ich drücke Henning ganz, ganz doll die Daumen, dass das klappt mit seinem Führerschein. Da würde ich mich wirklich von Herzen freuen. Weil dann ist er ja den ganzen Tag weg. Den ist er weg. Also Clarissa, dann zeig doch mal, wie mein Auto fährt. Bin sehr gespannt, ob du das kannst. Okay, vorsichtig, Clarissa, ja? Ich kann das, Papa. Aber woher willst du denn... Jonas lässt mich manchmal fahren, wenn er zu besoffen ist. Wie bitte? Clarissa hat einen Freund. Gar nicht. Hast du einen Freund, Clarissa? Nein. Du hast einen Freund und das heißt, du bist bald schwanger. Hä? Ich reserviere dir schon mal einen Platz im Mutter-Kind-Heim. Britta, ich glaube... Ich denke da nur an das Wohl von unserer Tochter, Norbert. Darf ich jetzt bitte Auto fahren? Natürlich. Also, Clarissa, dann lass doch mal ganz langsam die Kupplung... Okay, Clarissa, du fährst. Okay, Clarissa, du fährst. Ich sehe, du fährst. Sehr gut, Clarissa. Sehr gut, du fährst. Gut, immer schön die Spur halten, Clarissa. Sehr gut. Sehr gut, Clarissa. Das machst du toll. Tja, guck mal, Henning. So sieht das nämlich aus. Du konntest dir ja auch alles bei mir abgucken. Super, Clarissa. Danke, Mama. Clarissa, dann steigen dein Papa und ich jetzt mal aus und du fährst mit deinem Bruder einfach so lange weiter, bis der Tank leer ist. Hä? Und wenn eine Landesgrenze ist, einfach mit 150 durchballern. Dann kommen die doch ins Gefängnis, Britta. Ich weiß, Norbert. Bitte unterstütz mich doch mal dabei. Da vorne kommt ein Stoppschild, Clarissa. Anhalten. Da kommt ein Stoppschild, Clarissa. Stoppschild, Stoppschild, stoppen, 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 Stoppschild! Sag mal, bist du blöd? Clarissa, da war ein Stoppschild. Das war für die anderen. Das war auf deiner Straße. Clarissa, ein Stoppschild zu übersehen ist kein Kavaliersdelikt. Ich mag eh kein Kaviar. Unfassbar, wie dumm die ist, oder Henning? Aber ich kann Clarissa verstehen. Ich glaube, ich mag auch kein Kaviar. Ihr nehmt das nicht ernst, Kinder. Ihr steigt jetzt alle mal aus. Wieso, Britta? Alle mal aussteigen und dann guckt ihr mal, wie die Mama fährt. Da könnt ihr nämlich alle noch was von lernen. So, Kinder, da kommt die Mama. Schaut mal, wie sie fährt. Macht sie gut. Jetzt fährt die Mama, weg. Wer hat Lust auf eine kleine Wanderung? Oh?